Ja, heute wieder Modern Koi Blog, passend zur Jahreszeit, eine Idee von Peter und ich finde die Idee wirklich witzig. Und als er die so geschrieben hat und ich sie durchgelesen habe, habe ich gedacht, hat die einen Haken oder hat die keinen Haken? Aber mir ist dann gleich ein Haken aufgefallen. Aber hören Sie es selber an. Ich hatte mir Gedanken über Winterabdeckung gemacht. Ich hatte bis jetzt Doppelsteckplatten, PE-Bälle und Styrodurplatten im Einsatz. Alles ist teuer oder benötigt viel Lagerplatz über den Sommer oder viel Aufwand beim Aufbau und Abbau. Ist da schon jemand auf die Idee gekommen, unsere Koi-Transporttüten als Abdeckung zu verwenden? Die hätten die gleiche Luftpolster wie PE-Bälle. Man könnte sie etwas mit Wasser befüllen, damit die Tüten nicht vom Wind verweht werden. Und durchsichtig für die Koi-Inspektion wären die Tüten auch und würden sich am Teichrand anpassen. Und sie wären im Frühjahr entleerbar. Da reicht ein Koi-Karton als Lagerplatz über den Sommer, wäre ein Versuch wert. Liebe Grüße, Peter. Ja, lieber Peter, ich habe da echt schmunzeln müssen, als ich mir das durchgelesen habe. Und die Idee ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, hat aber einen Nachteil. Wenn du möchtest, dass die Tüte stabil im Wasser schwimmt, dass sie also wirklich nicht vom Wind weggetragen wird, also dann brauchst du ja wenigstens mal 5, 6 Liter Wasser da drin, dass wirklich auch Gewicht da ist, dann hast du das Problem, dass deine Tüte nicht mehr waagerecht im Wasser liegt, sondern dass das Wasser irgendwann mal auf eine Seite geht und dann hast du das vielleicht am einen Abend schön präpariert und am nächsten Tag kommst du und dann stehen die alle Kerzen gerade im Teich. Also davon würde ich absehen. Grundsätzlich ist die Idee gut. Vielleicht kann man darauf aufbauend eine andere Idee entwickeln, dass man irgendwo wirklich mit einem Luftkissen arbeitet. Vielleicht gibt es übergroße durchsichtige Matratzen oder, könnte sein. Aber zur Inspektion muss ich dir auch sagen, da sind natürlich die Tüten nicht die besten. Also die beschlagen relativ schnell. Da wirst du relativ schnell auch merken, dass von unten dann ein kleiner, feiner Algenbewuchs hinkommt. Also die bleiben da nicht super transparent, dass man da nachher so, wie wenn jetzt der Fisch in der Tüte drin ist, dass man da reinschauen könnte. Aber die Idee mal grundsätzlich, das Thema mit einem aufblasbaren Luftpolster anzugehen, ist vielleicht gar nicht so blöd. Vielleicht gibt es ja in der Industrie irgendwo schon Anwendungen, wo man sagen kann, man möchte ein Luftpolster so und so groß, man gibt die Maße und dann sind es zwei Folien, die aufeinander geschweißt werden, ein Ventil rein. Und dann bläst man das auf. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Vielleicht ist das sogar mega geil. Dann hat man außen noch irgendwelche Ösen, kann das nach außen verspannen. Vielleicht ist der Block sogar ganz gut. Vielleicht haben wir in einem halben Jahr irgendjemand, der das jetzt angeschaut hat, der da industriell mit zu tun hat, der weiß, dass es sowas gibt und der da jetzt mal nachhakt. Und in einem halben Jahr haben wir vielleicht ein vollkommen revolutionäres System. Der Airbag im Auto wurde übrigens, was ich mal gehört habe, ob das jetzt gerüchteweise ist oder nicht, weiß ich nicht, aber angeblich war es ein Stuntman, der immer wieder vom Haus runtergesprungen ist auf diese große Luftkissen und hat gemerkt, ja, das, was mich aktiv polstert, wenn ich runterfliege, kann mich auch passiv polstern, wenn das Armaturenbrett auf mich zukommt. Also von daher auch eine gute Ableitung. Aber es könnte eventuell wirklich eine witzige Geschichte sein. Vielen Dank dafür, Peter. Aber ich glaube, dass wir mit den Fischtransportbeuteln da nicht weiterkommen. Das ist ein heilloses Durcheinander am Ende gibt. Aber mach's gut, liebe Grüße nach Kärnten und komm mal wieder vorbei und bring Maiki mit. Bis dann, ciao.